Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Ich habe diesen Tipp von einem Freund bekommen, der mir sagte, dass man dieses Spiel einfach mal so zwischendurch spielen kann. Und ich sollte es mir anschauen. Ich habe mich jetzt nicht gespoilert. Das Ding ist für 1,99 aktuell bei Steam zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, was teuer. Und habe mich dazu entschieden, das heute Abend einfach mal so ein bisschen aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, wann ich es raushaue. Ich finde die Musik schon sehr schön im Hintergrund, muss ich sagen. Wir werden einfach mal schauen. Das einzige Ärgerliche bis dato ist, er spielt es auf unserem falschen Monitor ab. Und ich habe keine Ahnung, warum. Aber gut, wir werden schauen, was passiert. Wir sind männlich. Okay, ich kann jetzt gerade nicht so viel machen. Hey, looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the, what was it? The life seed? You gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Keine Ahnung, wie wichtig wahrscheinlich. Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us? Ne, ist ja langweilig. Europe or something? Spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. Mhm. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Okay, wir sind also auf der Suche nach dem Ursamen, so habe ich das verstanden. Den es ja offensichtlich wissenschaftlich nicht gibt. Aber ich bleibe hier bei einer Hoppala, wir sind beinahe ertrunken, oder wie darf ich das sehen? Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wir sind hier in einer Höhle gelandet. Sah so aus, als wenn wir beinahe ertrunken wären. Mann, Nerven. Okay. Oder gehen wir noch für den Rad wieder zurück? Das ist jetzt mal vollkommen sinnlos. Hallo? Ach da. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, das ist eine gute Frage, wo du bist. Das kann ich ja nicht so genau sagen. Man sieht schon, es ist ein Walking-Simulator, zumindest so von der Grundsatzidee. Und ja, wie gesagt, ich habe mich da über die Story überhaupt nicht gespoilert. Der Tipp kam von einem Kumpel von mir, der sagt, okay, das Ding kannst du gerne mal machen. Es ist einigermaßen hübsch, ja, das kann ich bestätigen. Und ja, mehr hat er mir eigentlich nicht verraten. Er sagt, es wäre gut. Und ich dachte mir, ja, eins, was? Was sollte ich halten? Ja. Entschuldigt. Controls. Okay. Give life, take life. Okay. Das ist ein typische WSAD, glaube ich. Was mir mal so gar nicht in den Kram passt. Ich bin ja Linkshänder. Was es dann für mich relativ schwierig macht. Die
Das Blöde ist, man kann die Tastatur auch nicht umlegen. Okay, man kann sie auf jeden Fall verlaufen. Da geht es nicht weiter. Dann gehen wir mal raus an die Sonne. Schon schick aus, ne? Muss man ja sagen. Hey, hier kann ich jetzt irgendwie gerade nur lang marschieren und die Atmosphäre genießen. Und das kann man auf jeden Fall. Der war viel schlimmer, also das ist so unharmonisch, wenn er da irgendwie, weil der doch schöne Musik dann zwischendurch immer so quietscht. Das Valley. Da möchte man kaum reden, weil dieser doch durchaus, ich finde, sehr schön Musik. Ja doch, ich muss sagen, das sieht schon sehr schön aus. Sehr angenehm. Hat so ein bisschen Wohlfühlfaktor. Deshalb hätte ich jetzt mal die Klicker. Okay, das sieht mal abgefahren aus. Aber man weiß es nicht so genau. Anzeigt, auch wenn ich irgendwas machen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nicht so wirklich. Okay, ein Baum, der irgendwie leuchtet. Von Leuchtekugeln sozusagen. In dem ich aber so nichts weiter machen kann. Und er hat ja irgendwelche komischen Steine. Warum auch immer. Dann gehen wir mal weiter.
Abgefahrene Sache das. Ja, dann hat's geleuchtet, oder war das? Wer oder was seid ihr? Gute Frage, das die stelle ich mir auch gerade. Ja, extrem gute Frage, wie hart wir uns am Kopf geschlagen oder beziehungsweise wie hart wir uns den Kopf angeschlagen haben. Das ist schon eine gute Frage. Also ich würde mir die Frage ja auch stellen, weil es ist ja irgendwie sehr strange hier, ne? Okay. Musik ist jetzt nicht so angenehm, fand ich ja zumindest. Ein alter Armeetruck, der muss hier vor Jahren reingekracht sein. Okay. Sieht aus wie ein mechanischer Anzug. Mhm. Ich weiß ja nicht. Und wir ziehen ihn natürlich an. Okay. Na super. And don't forget to keep an ear out for new upgrades available for your suit, as our scientists continue looking for new ways to improve the fearsome might of the Leaf suit. Good luck and safe journey as you test the limits of this amazing new technology. Okay. Cool, Leaf Suit, was? Na, ob das so cool ist, weiß ich nicht. Okay, so kann ich. Virginia King, Audio Journal, June 4th, 1941. Okay. Shortly after the outbreak of war in Europe, I was enlisted by the Army to study the history of this valley. The mysterious forest sprites seemed to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here. A large number of them seemed to inhabit the northeast sector of the valley. Just past the ruins where the Life Seed, rumored to possess an earth-shattering power, was found. That's as good a place as any to study them. Okay, search for the Life Seed near the dig site. Also, ich glaube mal, sehr hilfreich ist, wenn wir da rankommen.
da raufkommen. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall recht hoch springen. Was ja durchaus von Vorteil ist. Was denn? Das ist auf jeden Fall nicht linkshänderfreundlich. Alleine, dass ich das Spiel nicht auf der Tastatur umbelegen kann, finde ich gerade mal ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall macht er Krach. Und dafür, dass es Zeus von 1941 ist, muss man sagen, scheint es noch recht gut zu funktionieren. Was haben wir denn da? Archäologische Excel, okay. Na dann. Run down slopes to gain momentum. Aha. Coole Sache, dass man kann Bäume wieder erwecken. Aber man verbraucht noch Energie. Ja, Energie läuft. Offensichtlich nicht. Wasser ist nicht so lang. It's a very heavy equipment. Okay, ja. Ich hab's ja verstanden.
wieder aufladen. Ja, was haben wir jetzt? Das hat mir jetzt ja mal gar nichts gebracht. Das ist Ahnung, ob ich hier richtig laufe oder nicht. Ich genieße das jetzt gerade einfach mal. Und es macht ja auch Spaß, hier so lang zu gehen. Taken from nearby living things, rich in energy, G. Such a tree or animal to be planted so sweet. Less robust life forms such as blade of grass. Ich frage mich, ob sie diese Mechanik auch wirklich noch benutzen und wofür, wenn ja. Das ist eine große, gute Frage. Eine gute Frage, nicht die gute Frage. Natürlich. Konsequenterweise gehen wir rein. Ich meine, runterspringen ist erlaubt. Quest updated. Find a way through the ancient ruins. Ja. Wir tun unser Bestes. Was ist hier denn los? Like these fireflies react to energy. Okay. Was haben wir da jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, das hilft mir mal gar nichts.
Army calls this valley Area 634. Uh-huh. But I've ascribed a new word for it. Okay. Susurrus. The beauty of that word seems to rival the majesty of this place. I suppose that would make its ancient inhabitants officially known as Susurrians. Uh-huh. To think these ruins have existed here for so long, that they predate any known civilization on the continent. They seem to have infused the life energy from trees into their infrastructure, but how? Tja, gute Frage. Das kann ich dir ehrlich gesagt so auch nicht sagen. Falsch. Aber hier raufzugehen hat jetzt mal gar nichts gebracht, weil jetzt mal so ein ganz toller Ausflug. So. Also ich glaube, den Baum da können wir mal gehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache, ihr Lieben. Sieht irgendwie nicht richtig aus. Ich weiß nicht. Okay. Naja, keine Ahnung. Was macht ihr da? Hallo? Ihr wisst es nicht und ich weiß es offensichtlich auch nicht. Dann sind wir ja schon mal zu zweit. Oder zu Video und ich. Okay. Ich glaube, grundsätzlich ist das richtig, was ich hier mache. Das ist aber auch nur ein Gefühl. Ich kann es euch nicht wirklich sagen. Oh, da geht nichts. Ja. Ist ja gut. Quiek mich nicht an. Aha! Damit habe ich den Tunnel hineingeöffnet. Was ja grundsätzlich jetzt nicht so verkehrt ist. Ich sage ja, dass es richtig aussah. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob ich hier wirklich rein will. Weil einladen sieht das nicht aus. Nun gut, ihr Lieben. Ich werde diese Folge einfach mal morgen rausbringen. Wenn ihr davon noch weitere Folgen sehen möchtet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann nehme ich auch noch ein bisschen was auf. Ich habe jetzt erstmal so 30 Minuten aufgenommen. Könnt ihr euch anschauen, wenn euch sowas interessiert. Lasst es gerne in den Kommentaren da. Macht einen Daumen hoch, auch das reicht schon. Und dann werden wir schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.